Und willkommen zu einer weiteren Folge von Crazy Farmer. Oh, ich bin gerade aufgestanden. Da müssen wir bald weiter. Gucken wir mal. Das Lohnunternehmen ruft ja gleich an, wenn sie kommen. Oh, ist ja schon hell. Oh, ich glaube, ich muss mal echt wieder zu meinem Trecker. Wir müssen das letzte Feld ja noch grubbern, bevor das Lohnunternehmen kommt. Dann können wir ansehen. Erstmal schön den Träger rein. Erstmal schön den Träger rein. So. Gucken wir mal. Dass wir uns letztes Feld auch noch gegrubbt kriegen. Zack. Aber Erde damit und los geht's. Opa, wir stolz auf uns. Ah, wenn das Unternehmen bis 8:30 noch nicht angerufen hat, rufe ich da mal an, wie es aussieht. Wann sie denn hier hinkommen. Grubben, 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 grubben. So wird man ja nur verrückt von, wa? Gucken wir mal, machen wir hier ein bisschen Kreisfahrt.
Müssen wir ja mal gucken, dass wir hier gleich mal was machen, ne? Aber so wie es aussieht, ist das Lohnunternehmen ja wohl schon da. Fliegen die Jets wieder, ey. Ach ja. Oh. Da hat's ja einen gerade zerschlagen hier. Wozu habe ich GPS, wenn ich das nicht benutze? Plus 6 Meter sind das. Ja, das ist schön. Das ist herrlich. Gruppen wir mal.
So, weiter geht's. Weil die Spur rein. Muss ich gucken, dass ich die Spur gleich kriege. Grupp, 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 grupp. Boah, jetzt hat der GPS nicht gut geklappt. Muss ja noch mal ein bisschen nacharbeiten. Bin hier gleich schon fertig mit dem Feld hier. LU ist immer noch nicht da. So, das habe ich jetzt dann auch gegruppt. Dann rufen wir mal gleich das Lohnunternehmen an. Wo es denn bleibt. So, rufen wir mal eben an. Rufen wir mal das Lohnunternehmer eben an. Lohnunternehmen Mittelfahrt, Mittelland, Ratzfatz. Ja, hier ist hier Dinkelmann. Ich rufe an wegen der Düngung meiner Felder. Wie sieht's da aus? Ja, das eine Feld haben wir fertig. Ja, super. Dem Mitarbeiter ist gerade übel geworden. Nicht schlecht. Ja, ich denke, der kommt gleich wieder. Der Herr Kort übernimmt das sonst gleich. Okay, würde mir reichen. Das Fahrzeug steht da ja noch bei Ihnen. Ah, ich sehe es gerade in Bewegung. Der Martin ist drin, ja. Ja, sehen Sie. Dann wird das ja weitergemacht. Wunderbar, dann kann ich ja mit meinen Maissehen beginnen, wa? Ja, dann sagen Sie Bescheid, wenn der nächste Zug dann wieder einrollen kann. Ja,
Das sage ich dann Bescheid. Alles klar, danke. Bis dann, ciao. Ciao. So, dann können wir ja Mais endlich ansehen. Das ist Gott sei Dank ganz gut. Wo will ich das denn einpacken? Das packe ich mal hier hinten rein. So, Maissäemaschine. Ach was, der hat eine Düngefunktion, aber brauche ich ja nicht. Hätte ich ja gar nicht düngen brauchen lassen. So viel passt da ja nicht rein. Wusste ich gar nicht, dass der eine Düngefunktion hat, sonst hätte ich ja die Düngung jetzt sparen können, aber egal. Spare ich den Dünger. Weil U hat zu tun. Hätte ich mir auch wieder GPS einrichten nehmen. Das ist doch passend. Das sieht doch gut aus. Mal eben so ansehen, dass wir ein Vorgewände haben. So, fahren wir einmal so runter. Das geht ja auch ganz zügig, denke ich. Die Maisernte hat begonnen. Gut, ich darf nicht vergessen, da ich ja direkt, dass ich dann hier ansehe, dass ich ja dich lenken darf, wenn ich GPS anmache. Ja? Ja, das Lohnunternehmen Mittelland. Der Mitarbeiter ist fertig. Ja, ich sehe ihn dann gerade abrücken. Er sagte, 784 Euro wären das. Okay. 2,24 Hektar waren das. Die Wiese sollte ja nicht mitgedüngt werden, oder wollten Sie Ihre Wiese aufgedüngt haben? Nee, Wiese nicht. Gut. Dann waren das 2,24 Hektar mal 350 Euro den Hektar, sind wir bei 784 Euro. Okay. Das ist günstig. Jo. 750.
Ab 5 wird aufgerundet. Ja, ich weiß. Also. Es sei denn, der Rechnungssteller sagt Ihnen, Sie dürfen abrunden. Da wir ein armes Lohnunternehmen sind. Das müsste angekommen sein. Ja, da gehe ich von aus. Alles klar, danke. Ja, können Sie ja von Ihrem Mitarbeiter bestätigen lassen, glaube ich. Ja, alles klar, danke. Okay, tschüss. So, aber liebe Freunde, ich sehe noch das Feld zu Ende und bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und ja, ich würde dann mal sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Von Crazy Farmer. Und gucken wir mal, was hier bald so noch verrücktes Buch passiert, ne? Bis dann, ciao, euer Possi.